Ja, ach, drei. Das ist ja toll. Ah, oh, der große Spaß. Wow, that was funny. Was? Well, that was funny. Yep, couple of dancing noobs. Alright. Ja. Oh. Ist, Alter. Oh, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie scheiß laut das über die Kopfhörer ist, ey. Also, es ist halt wirklich. Ah! Okay, 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 okay. Benny. Ich insistiere an dieser Stelle. Muss ich jetzt wirklich spielen? Ja. Also ich kann es definitiv nicht spielen. Das ist zu heftig für mich. Also die Jumpscares sind wirklich übel hier in diesem Spiel. Wirklich, wirklich ganz übel. Meine Nachbarn werden mich hassen. Hallo, Random Doodle. Also entweder hat's hier im Zug oder meine Nachbarn klopfen gerade. Oh, also ich hab's auch gehört, das war anscheinend im Zug. Oh, schön. So ein spaßiger Kinderlachen. Ist doch. Ja, schön, 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 schön. Jetzt muss ich echt. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Nee, oder? Oh. Ich räume die Zellen zurück. Clown! Oh fuck! Oh nein! Du musst mich umschauen. Hey, Hide and Seek mit dem Clown. Nein, Alter, ich schätze wirklich. Also ich gehe von aus, wenn der Clown dich sieht, wird er dich verfolgen. Ich weiß nur nicht, wer schneller ist, ob du oder der Clown. Der vor 6 Tagen verschwundene Junge wurde von Anwohnern gefunden. Er ist an einer verlassenen Jagdhütte im Außenbezirk der Stadt neben einem Park gefunden. Dem Jungen zufolge wurde er von einem als Clown verkleideter Mann entführt, während er mit seinem Vater im Urlaub war. Das ist ja fürchterlich. Ganz, ganz fürchterlich. Was haben wir denn hier Schönes? Nicht? Ich habe vor 6 Tagen in einem Käfig gelebt. Ach, schön. Ich habe im Freunde Spielzeug, was? Und Essen mitgebracht. Freunde Spielzeug und Essen mitgebracht. Er wollte ein ihm im richtigen Vater sein. Was? Damit es ihm immer gut geht und er glücklich ist. Ja, wir haben so ein bisschen Probleme mit dem Haar und nicht Haar bei im und ihm. Ich habe alles daran getan. Dafür getan. Die anderen Kinder haben sich böse verhalten, nur deswegen musste ich sie beruhigen. Ich verstehe gar nicht, warum sie mich einen Verrückten nennen. Kinder lieben doch Clowns. Ja, ne? Schön. Das ist ganz toll. Was haben wir denn noch hier? Können wir mitnehmen? Kinder lieben Clowns. Also ich kann schon mal behaupten, ich als Kind mochte keine Clowns. Also vor allen Dingen so eine Clowns. Naja, so eine Clowns erst recht nicht. Ich weiß auch nicht, wo wir hin sollen. Also, ich würde mal sagen, hier vielleicht irgendwo, da wo die Planken so hochgehen. Da müssen wir einfach ihn umlaufen. Wer hat den Bolzenschneider auf der Schaukel gelassen? Ich muss ihn holen. Nein, da geh doch ran. Geh doch ran, na. Auf welcher Schaukel denn bitte? Jetzt kommt er von der anderen Seite wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Und jetzt ist der Hase-Effekt. Scheiße. Ah, okay. Mist. Ist aber eine sehr, sehr verspielte Art, umzukommen. So miep, 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 miep. Als wenn er zensiert wurde. So. ja, schade. So, okay. Ich schaue mich mal kurz am Riesenrad um. Vielleicht findet man da auch etwas.
anderes noch irgendwie? Ich denke mal, dass das mit dem Bolzenschneider nicht gemacht ist. Aha, wo ist er? Interessant, jetzt läuft er da hinten hin. Aber hier kannst du jetzt hoch. Okay. Soll er einsteigen? Zu dem, in den Reason Red? Wo ist er hin? Jetzt da hinten ganz in die Ecke laufen. Oh ne, ja. Da ist er. Also wir müssen irgendwie den Bolzenschneider kriegen. Das hat nur so... Wie ist der Weg? Wohin müssen wir gehen? Where we go? So ein Shit. Aha. Oh, okay. Du brauchst eine Sicherung, okay. Wir brauchen eine Sicherung. Weil dann dreht sich das Ding weiter und wir kommen dann ran. Alles klar, gut, okay. Die Frage ist, achso, deswegen also musst du eine Sicherung wahrscheinlich aus dem Riesenrad nehmen. Ja. Oh ja. Die Frage ist, wo ist hier der scheiß Sicherungskasten? Ja, bestimmt, wenn du... Ja, vielleicht hier. Nicht. Okay. Und wir brauchen erstmal einen spitzen Gegenstand. Wo kriegt denn jetzt hier was Spitzes her? Irgendwo was auf den Bänken. Da ist eine Puppe, guck mal, da ist was Spitzes, das sieht auch gar nicht verstörend aus. Okay. Okay, wir haben einen Plan. Oh, der Ding auf. Ja, jetzt ist er, jetzt hat er... Jetzt ist aber Clowny bestimmt, jetzt hat er Bock auf uns. Was ist denn das? Keine Ahnung, versucht sich da. Ich kann sagen, guckt sich irgendwelche Schrauben da an und der Clown ist erstmal hinter uns her. Oh, was ist denn das hier? Da ist ein Bolzen. Ist doch geil. Oh, ist aber auch wirklich schaurig. Okay, aber Clowny scheint nicht der Hellste zu sein. Das ist schon mal ganz geil, eigentlich. Aber, ne? Wo mal einen Teufel in der Wand malen. Ich wollte gerade sagen, unterschätzt ihn mal jetzt nicht so. Auf einmal steht er hinter dir und sagt: ja. Hallo! Ding. Ja, das hat ihn jetzt bestimmt nicht zu uns gejagt. Der dauert. Okay, er ist wirklich nicht der Hellste. Man nannte ihn auch Krusty the Clown. Ob das so die cleverste. Naja, zwischen den Schaukeln kann er nicht durch, hoffentlich. Oh, er ist aber flink. Er ist flink. Ah, komm. Yippie, Junge. Sprintest du schon? Ja, ich shifte schon. Sieht aus, als ob du geduckt rennst. Deswegen. So, okay, los. Jetzt mal auf das Ding. Mach doch nicht so spannend, Mann! Ach toll! Ach toll! Ach toll, Alter!